escuchado Irín, me escuchado, es me cruzó hoy Gustavo Moreno Morales. Salgo y comenzó en el hoy el baitrafo, que tiene hoy de mi Gustavo Terrex. Ya, Terrex vine aquí en una Wohnung, die, ja, so ganz normale de Vierte, hier en Göttingen estás, en Gronne estás, en Zürtelbeck, ganz genau. Die Familie, die hier wohnt, eine davon ist der Freund, der heute mir so assistiert mit der Kamera. Der hatte mich von dieser Situation erzählt und habe gesagt, ja, also man muss das publik machen, das geht nicht. Sie werden das erfahren jetzt, worum es geht. Und schön, wenn Sie auch am Ende vielleicht, wenn der eine oder andere weiß, welche Lösung man diese Familie finden könnte, schön, wenn Sie sich melden. Vielleicht kannst du uns erzählen, was sehen wir denn da? ¿Qué vemos acá arriba? Aquí nos está entrando el agua por todo lado, están construyendo arriba, pero dejaron destapado y el agua se está entrando por todo lado adentro de la casa. Mire cómo gotea el agua ahí. Ja, also der sagte, die wohnen hier und sehen, dass es wird gebaut in diese Wohnungen. Und solange, ja, ist alles so provisorisch und das Wasser, wenn es regnet da, können Sie sehen, dass das Wasser hier rein kühler. ¿Qué vemos aquí? Ah, bueno, cuéntanos, ustedes tuvieron una vivienda antes mientras iban a hacer estos trabajos. ¿Habt ihr auch hier eine provisorische Wohnung bekommen, während diese Arbeit hier ausgeführt werden sollten? Ya nosotros tuvimos una vivienda que nos llevaron, por 2 meses estuvimos viviendo allá, estuvimos bien y no sé por qué nos sacaron por este motivo, porque tenemos frío por delante, frío por detrás, porque todo está destapado y aguantamos frío por todos lados. Also, Sie hatten eine provisorische Wohnung bekommen für 2 Monate, während die Arbeiten hier ausgeführt werden sollten. Aber Sie sehen, Sie sind wieder hier eingezogen, wo das immer noch nicht so fertig ist. Jetzt, wenn wir da drinnen sind, werden wir auch sehen, was für Arbeiten das gemacht wurden. Der meinte auch, hier bekommen die auch Wärme von vorne, Wärme von hinten. Und Kälte, pardon, Kälte von vorne, Kälte von hinten. Und das ist so ein Zustand, die klar, also die so erleben oder so auszuhalten ist. Sag mal, was wir ahorita aquí? ¿Qué es Eso, este Karton? el cartón es para aprovisionar el frío, para que no nos entre el frío tanto y se enfríe tanto la casa porque se está enfriando mucho y también la cortina. Ja, diese Karton, die Sie hier sehen, genauso wie diese Vorhang, stellen Sie hier und eben, dass Sie nicht so viel Kälte bekommen. ¿O vas a ver da oben? ¿Qué vemos allá arriba? No sé, es un hongo que se presentó por la humedad de la filtración del agua que está entrando. Y es producido para mi salud, para mi familia. Ja, der meinte, das ist, was wir sehen, da ist Schimmel. Und das ist klar, das ist gut, also zu erkennen, einfach zu erkennen. Und ja, der fürchtet um die Gesundheit seiner Familie. So, dann gehen wir rein in die Wohnung. Und wir können da auch weitere Stellen so sehen. Die ganze Punktchen hier, das ist Schimmel. Und, ja, und was war das? Was wurde hier in diesen 2 Monaten gemacht in der Wohnung? En los 2 meses que no estuvieron ustedes aquí, ¿qué se hizo aquí en la vivienda? Cambiaron el balcón, pero no lo han terminado, todo está todavía a medias, dentro del frío por todo lado. Also, in diesen 2 Monaten wurde dieser Balkon zum Beispiel gemacht, aber wie Sie sehen, das ist noch nicht fertig. Also, wie konnte man wieder so hier einziehen, wenn das so noch nicht fertig ist? ¿Qué otra cosa En la hicieron cocina acá? ¿Was wurde noch gemacht? cambiaron las ventanas de la cocina, que la pusieron nueva. Also, diese Fenster ist auch dazu gekommen, neu. Also, Estamos en la cocina y mire cómo está lleno wir de sind hier hongo. in der Küche. Hier, weil unter diesem Zustand, bei so vielen Schimmel, müssen die kochen. Wow. Die Ecke kannst du vielleicht zeigen da. Wow. Oh Mann, oh Mann. Also hier wieder meine Maske. Kommt, gehen wir so in die andere Zimmer. Gibt es noch was zu sehen? Mire,
Ya, das ist weiter der Schimmel, ¿eh? Ya, André, todo el apartamento tiene este problema. Y also die ganze Wohnung hat dieses Problem mit dem Schimmel, meinte er. Wow, oh, Mann. ¿Duerme alguien aquí en esta pieza? Mi hijo duerme acá y él no puede ya dormir acá. Toca sacarlo afuera a la sala para que pueda dormir porque no puede respirar bien con esta humedad. Sein Sohn, der schläft normalerweise hier, aber jetzt, seit dieser Situation so ist mit dem Schimmel, kann er nicht weiter schlafen, weil er nicht atmen kann, sagt er. Toda la esquina, toda la pared, todo está lleno de. So, man kann das sehen, überall ist das voll mit Schimmel, ne? Wow. Y ha dicho algo, ¿ustedes se han puesto en contacto con con el enfermita? ¿Han tenido contacto con Por el el momento enfermita? llamamos y nos dijeron que mandáramos video, fotos para poder que sea lo que nos solucionaran todo. Ah, so die haben die Vermieter kontaktiert, das ist Adler Gruppe, ist das. Und die meinten nur, die sollen auch ein Foto schicken. Aber sie sehen, also, und diese Situation, ya la tuviste en estos días, ya este Chime se presentó apenas ahora o La ya la semana pasada tenías. ya comenzó. Hatte, ob er diese Chime schon da hatte Mucha oder. lluvia, mucha lluvia. Comenzó a llover y comenzó a filtrarse el agua por todos lados y no Seit letzte comencé. Woche hat er dieses Problem und hace una semana, Sí, hace sí, 2 semanas ya con esta que ya va a dos, ser. also das ist schon 2 Wochen, dass sie das so haben. Y en esos dos, en estas 2 semanas, ¿has limpiado ya aquí la pared? Casi todos los días ya me toca limpiar toda la pared, el techo, casi todos los días ya me toca estar limpiando. Also der in diesen 2 Wochen hat er schon mehrmals das sauber gemacht und ist klar Schimmel da. Kann man nicht so einfach so wegkriegen. Das kommt immer wieder. Y no limpié, estaba un momento, como a las 2 horas ya vuelve y aparece ese hongo, ¿no? Y mi salud, la que estaba perjudicando en mi familia. Also der sagte, der macht das sauber und nach 2 Stunden ist das wieder da in den Schimmel. So aggressiv kann das sein. Ja, ¿qué pides tú? No, pues que me solu yo quiero que me solucionen, ¿Qué que le me pides tú ven, a tu al arrendatario, al que si me rentador? pueden dar otra vez el apartamento donde estaba viviendo mientras que se pueda solucionar bien todas las cosas, porque no puede uno vivir así, no puede seguir viviendo uno con Also este. der, meine Frage, ja, was erwartet er von der Vermieter? Und er meinte, ja, dass er so, während diese Arbeiten hier ausgeführt werden, sollte er wieder in die vorübergehende Wohnung, die die bekommen haben, wo er sich nicht erklären kann, warum er hier wieder reinziehen müsste in seine Familie, wo das noch nicht fertig ist. Y yo trabajo y por la mañana turnos y me toca levantarme y el ruido de las 7 de la mañana ya están haciendo ruido y yo no puedo dormir. Y tengo que trabajar de noche a veces también, trasnocho. Also der arbeitet auch in der Nacht, also in Schicht und an den Tagen, wo er frei hat, kann er auch nicht schlafen, weil schon früh geht die Arbeiten hier los. So, liebe Zuschauerin, liebe Zuschauer, wenn Sie vielleicht wissen, so für eine Lösung oder so, weiß nicht, die Familie hier, wie gesagt, die kennen Sie auch, die sind nicht so lange hier in Deutschland, können auch noch nicht so Deutsch sprechen, nicht so gut. Und ich habe auch gesprochen von der Verbraucherzentrale. Ich weiß nicht, welche andere Tipps sie geben kann. Also ich weiß auch von, dass man auch bei so einer Wohnung kann man auch die Miete reduzieren. Vielleicht gibt es bei euch jemanden, der helfen könnte. Okay, ich hoffe, es war interessant für euch. Wir sehen uns wieder, wenn ich wieder unterwegs bin. Schön, wenn Sie dieses Video weiter teilen, sodass ja, dass man auch Druck ausübt auf den Vermieter. Ja, gut, okay, dann hasta la próxima.